14 Knoten und beste Windbedingungen auf der Kieler Außenförde. Alles war angerichtet für spannende Medal Races bei den olympischen Klassen der Kieler Woche. Bei den 49 FX führten vor dem Medal Race die Lübecker Sachbrüder. Bei der Vergabe des Kieler Wochensieges spielten sie heute jedoch keine Rolle mehr. Der Kampf um den Kieler Wochensieg wurde zu einem spannenden Duell zwischen zwei Teams, Scheel Falke aus Kiel und dem Duo Bergmann Wille. Die Führung in der Gesamtwertung wechselte ständig hin und her. Scheel Falke mussten das Rennen gewinnen und mindestens ein weiteres Team zwischen sich und Bergmann Wille bringen, um die Kieler Woche zu gewinnen. Zünglein an der Waage wurden dann die stark fahrenden Italienerinnen Stalder und Speri, die den besten Kurs fanden und den Sieg im Medal Race davontrugen. Davon profitierten Bergmann Wille, die Dritte wurden und ihre erste Kieler Woche gewinnen konnten. Den Lokalmatadorinnen reichte der sehr gute zweite Platz nicht aus zum Gesamtsieg. Ich bekomme gerade aus dem Studio die Info, dass ihr gewonnen habt. Herzlichen Glückwunsch, Kieler Woche 2023. Wir haben vor dem Rennen schon gesagt, okay, die Punkte sind super tight nach vorne und nach hinten. Wir müssen eigentlich all in gehen, also wir müssen es riskieren, irgendwie kein Mad Race oder keine Ahnung, sondern unser Race segeln. Und scheint ja geklappt zu haben. Fortininer bei den Männern. Schon am Start wurden die bislang zweitplatzierten Polen, Buksak, Wierzbicki, mit einem Strafpenalty belegt und mussten einen Strafkringel drehen und damit alle Hoffnungen auf einen Sieg der Kieler Woche begraben. Die beiden rauschten dem Feld hinterher und wurden am Ende Neunter. Altmeister Lukasz Gipitek und sein Vorschoter Jacek Pisecki ließen nichts mehr anbrennen und stellten sicher, immer vor ihren direkten Konkurrenten Buksak Wierzbicki zu bleiben. Am Ende gewannen sie die Kieler Woche bei den 49ern mit 14 Punkten Vorsprung. Dadurch war die Bühne frei für andere Teams, durch eine überragende Platzierung noch aufs Podium zu springen. Die Vorarlberger Bielstein Hussel, auch schon seit vielen Jahren in der absoluten 49er Weltelite dabei, hatten dabei das bessere Ende für sich und schoben sich auf den dritten Gesamtrang. Sieger im Medal Race wurden die Franzosen Dortillon Depeche. Bestes deutsches Team bei der Kieler Woche wurden Fabi Rieger und Tom Heinrich auf dem sechsten Platz. Meggendorfer Spranger nutzten ihren vierten Platz heute noch, um auf den siebten Gesamtplatz zu springen. Yeah, it's really nice. So we have tough race, medal race. We're fighting with other Polish guys. So we have managed good job on the start. That means take the penalty and we sail well in the whole race together with Dominik and finish right before him. Spektakuläres Speedracing bei den fäulenden Nacras bei 16 Knoten Wind. Bereits vor dem Rennen standen die Italiener Margherita Porro und Stefano Duzilian mit ihren 8 Wettfahrtsiegen und einer nahezu weißen Weste als Kieler Wochensieger fest. Trotzdem gaben sie im abschließenden Medal Race noch einmal alles. Das traf auch auf die Olympia-Bronzemedaillengewinner von Tokio, Paul Kolow und Alicia Stuhlemmer zu, die bei diesen Windbedingungen und mit neuem Material ihre Stärken ganz ausspielen konnten. Vom Start weg dominierten Kolow, Stuhlemmer das Feld und fuhren sich einen beachtlichen Vorsprung heraus. Dann aber packten die Italiener noch einmal den Turbo aus und machten das Rennen zu einem spannenden Zweikampf. Vor der abschließenden Vorwindstrecke kam es an der Lufttonne zum entscheidenden Manöver. Kolow, Stuhlemmer wendeten als Erste. Ab, zurück auf den Foils, den Gennaker gezogen und schon ging die Post wieder ab. Porro del Zulian hatten in diesem Rennen das Nachsehen, Kolow, Stuhlemmer siegten im Medal Race, ließen den Italienern aber in der Gesamtwertung den Vortritt. We are super happy, especially for today, because we did a super tight racing and it was really fun. And so we are very happy, we couldn't imagine to win like this. And so no words needed. Insgesamt 3 deutsche 470er-Teams konnten sich vor dem abschließenden Medal Race noch Hoffnungen auf den Kieler Woche Gesamtsieg machen. Und zunächst entwickelte sich auch der erwartete Dreikampf
Simon Dische und Anna Markfort starteten am besten ins Rennen und schoben sich gleich in Front. Die bislang führenden Theresa Danke und Matti Zibra mussten sich mit Löffler höher auseinandersetzen, die sich zwischen die Führenden und Danke Zibra schoben. Das Ehepaar Winkel blieb in Schlagdistanz. Starke Winddreher auf der Regattabahn Juliet führten dann nach dem Legate dazu, dass sich die Wettbewerber für eine oder die andere Seite entscheiden mussten, obwohl die linke Seite auf dem Vorwindkurs bevorteilt war, blieben die führenden drei Teams beieinander und auf der rechten Seite. Nutznießer dieser Situation heute die amtierenden Weltmeister im 470er Luise Wanser und Philipp Autenrieth, die sich an Löffler höher vorbeischoben, das Medal Race gewannen und die verkorkste Regatta zumindest etwas sonniger gestalten konnten. Am Ende des Tages hießen die strahlenden Kieler Wochensieger Simon Dische und Anna Markfort. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind super, super happy, dass wir das jetzt nach einer doch mega toughen Woche und mit all den Kabeleien auf dem Wasser jetzt doch so erfolgreich zu Ende bringen konnten. Und ja, es ist verrückt, aber wenn es draußen verrückt ist, muss man schauen, dass wir in uns drin ein bisschen ruhig bleiben. Und das ist uns, glaube ich, ganz ordentlich gelungen.